Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute entdecken wir mal eine geheime Wand. Und ja, dahinter wird sich was richtig, richtig Cooles befinden. Und was, das wirst du in diesem Video sehen. Und mit dabei ist Vitamine. Hey! Und ja, Freunde, ich hoffe, dir gefällt das Ganze. Wenn ihr Like und Abo nicht vergessen, um auch ein Teil der Sentex Army zu sein. Das wäre richtig, richtig cool von dir. Und dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Guten Morgen, Freunde. Hallo, wie geht es euch allen so? Mir geht es auf jeden Fall richtig, richtig gut an diesem wunderbaren Tag. Und ich würde sagen, ich gehe direkt mal runter und esse da mal was Kleines. Und, oh, hallo? Hat es geklingelt? Hallo, oh, die Polizei, habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, 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 ich bin nur, um dich zu warnen hier. Okay, vor was denn? Und zwar, an dem Gefängnis nebenan sind richtig viele Gefangene ausgebrochen. Nein, oder? Oh, doch, nein. Gefangene sind ausgebrochen? Genau, und deswegen, die haben ja auch schon ein paar Häuser ausgeraubt und sowas. Was? Du musst wirklich vorsichtig sein. Ich bitte dich, verschließe deine Türen und alles. So, und zwar, sag bitte auch Bescheid. Ruf uns sofort an, wenn du irgendwas verdächtigst. Okay, mach ich, Herr Polizist. Mach ich sofort. Okay. Okay, ich geh dann mal die anderen warnen. Warte, ich warne meinen Freund. Also dort drüben müssen sie wissen, wo mein Freund Vitamino. Ach so. Ich sag ihm Bescheid, okay? Okay, alles klar. Okay, genau, dann mache ich das. Tschüss. Tschüss. Vitamine. Hallo, ist er überhaupt zu Hause? Doch, da ist er. Hallo? Vitamine. Hallo, ich klingel mal. Hallo, Vitamine, es ist wichtig. Sentex. Hallo. Ich bin eingeschlafen. Hi. Oh, okay, aber es ist jetzt keine Zeit zum Schlafen. Ich mach mal die Tür zu. Ich würde sagen, komm, wir setzen uns erstmal hin, weil das Thema ist nicht so cool. Ich muss dir was ganz, ganz Wichtiges sagen. Was Schlimmes? Ja, es ist schon sehr schlimm. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber egal, ich fange erstmal an zu erzählen. Gerade eben war nämlich die Polizei bei mir. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Und weißt du, was der Polizist mir gesagt hat? Nee, erzähl mal. Okay, der Polizist hat gesagt, du kennst ja das Gefängnis hier in der Nähe, oder? Habe ich schon mal gehört. Genau, und da ist nicht so was Cooles passiert. Nämlich sind da Gefangene ausgebrochen aus dem Gefängnis. Nein. Und doch, Vitamin. Und die laufen jetzt hier irgendwo rum oder ich weiß nicht, wo die sind. Und die haben auch mehrere Häuser geplündert und Diamanten geklaut und Gold geklaut. Ja, Vitamin, ich weiß nicht, was sollen wir machen? Schnell alle Türen zu, alle verschließen. Okay, gut, wir müssen die Türen überall verschließen, auch Menno-Vitamine. Sie könnten jeden Moment einfach kommen. Warte, ich schau mal nach draußen. Aber ich glaube, nee, in der Umgebung sind die nicht. Aber wir müssen wirklich richtig, richtig aufpassen. Der Polizist hat gesagt, wenn uns irgendwas auffällt oder so, dann sollen wir ihn direkt anrufen, okay? Okay, ja, machen wir. Okay, Vitamin, auch Menno, das kann nicht sein. Ich habe so Angst, das Haus zu verlassen. Willst du kurz rüberkommen, ein bisschen mit mir essen? Ja, aber dann und auf alle Fälle schnell, weil dann habe ich Angst. Ja, okay, ich habe auch Angst. Komm, schnell die Tür, immer die Tür zu machen, Vitamin. Immer die Tür zu machen. Such dir einfach mal was Schönes aus. Schau mal in den Kühlschrank oder so, was du essen willst. Warte lecker mal. Kartoffeln. Genau, hier gibt es noch Melonen. Teller. Oh, cool. Willst du Karottensaft haben, Vitamine? Ja, gerne. Okay, warte, ich will auch eins. Also zwei Stück nehme ich einfach raus, ein paar Teller. So, was gibt es denn hier noch alles? Wir haben noch ein bisschen Äpfel. Und, oh, Menno, warte, es gibt hier ein bisschen Äpfel, ein bisschen Brot. Miam, 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 hier. Und ein Orangensaft. Und, miam, miam, miam. Oh, der hat richtig gut geschmeckt. Probier mal, Vitamine, den Orangensaft. Und? Lecker. Der schmeckt so, so lecker. Ja. Aber mir fällt gerade auf, hast du Hunger? Warte, ich gebe dir mal ein bisschen Essen. Ja. Noch habe ich keinen Hunger. So, okay, dann würde ich sagen, ja, wir können ja auch mal wieder kurz zu dir gehen, okay? Ja, das ist super. Okay, weil ich habe echt Angst, allein nach Hause zu gehen. Ja, ich auch. Warte, wir müssen auch ganz, ganz vorsichtig sein oder so. Nicht, dass sie irgendwie im Brunnen oder so sind. Ich weiß ja nicht. Sollen wir mal wieder zu deinem Haus gehen? Komm, Sentex? Wir gehen. Sentex, warte nein, Vitamine, mal. Komm, nein. Hey, nee, was, nee, was ist denn? Irgendwas ist an deinem Haus anders. Die Blumen sind noch da. Nee, aber komm mal zu mir. Guck mal. Oh, was? Meine Garage. Hallo, Freunde, wo ist meine Garage hin? Hä? Ihr wisst ja, ich hatte hier eigentlich eine Garage und ich konnte sie immer auf- und zuklappen. Wartet mal, hat sich noch irgendwas verändert an meinem Haus? Es sieht alles normal aus, außer deine Garage. Vitamine, was sollen wir jetzt aber bitte machen? Weiß nicht, wir müssen da mal irgendwie was gucken. Ja, wartet mal. Denkst du, wir können da irgendwie trotzdem noch rein? Warte mal, hier ist keine Tür oder so. Sollen wir trotzdem mal versuchen, reinzugehen? Warte, probier mal reinzugehen, Vitamine. Ich weiß nicht, ob das Ganze klappt. Ich glaube nicht, oder? Weil eigentlich ist da ja keine Tür. Geh einfach... Vitamine, wo bist du hin? Was? Vitamine! Hä?
Wo ist Vitamine, Freunde? Vitamine! Hä? Syntax! Wo warst du? Hier kann man wirklich durchgehen. Was? Warte mal, nicht, dass mir den Kopf stoße. Und. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das mal an. Das ist eine unsichtbare Wand. Wo sind wir hier? Wir sind hier in meiner Garage. Und hast du das gesehen, Vitamine? Schau dir das mal an. Was man kann ist dort das? Runtergehen. Oh, aber ich habe ein bisschen Angst. Was denkst du, was da ist, Vitamine? Weiß es nicht. Hast du da eine Höhle gebaut? Nein, ich habe da gar nichts gebaut. Eigentlich ist ja nur eine Garage. Darunter war auch gar nichts oder so, Freunde. Also wie gesagt, schreib mal genau jetzt in die Kommentare. Was denkst du, was befindet sich dort unten, wenn wir die Leiter runtergehen? Denkt ihr vielleicht, das ist ein Riesenschatz? Oder vielleicht ist da ein neues Auto, Vitamine, für mich? Das kann doch auch sein, so unter meiner Garage ein neues Auto. Oder irgendeine coole Überraschung. Wie gesagt, schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Ich gehe mal ganz kurz runter, Vitamine, okay? Und ich schau mal, was sich dort unten... Warte, was denn? Komm her, falls da wirklich was Schlimmes ist. Denkst du, das was Schlimmes? Dankeschön. Oh, und noch ein paar Goldäpfel. Ach, Vitamine, die übertreibst du aber wieder, finde ich. Ach, da wird schon nichts Schlimmes sein. Ich zeig's dir, Vitamine. Ich gehe auch vor. Angsthase. Ich gehe einfach runter. Tschüssi. Vitamine, pass auf. Das sind die Gefangenen. Oh mein Gott, wirklich? Ja, das sind die Gefangenen. Vitamine. Nein, was sollen wir tun? Sind die böse? Das sind wirklich, warte mal. Schau dir das an. Die wollen uns töten, Vitamine. Pass auf dich auf. Nicht runter. Okay, komm, Syntax, ich rufe den Polizisten an. Nein, Vitamine, wir schaffen das schon. Du brauchst nicht den Polizisten anzurufen. Hat zwar gesagt, ruft mich an, aber wir schaffen das, oder, Vitamine? Weiß nicht, aber bitte geh du vor. Okay, warte, ich geh ganz langsam. Warte mal, geh bitte aus mir raus. Ich will nicht auf dich schießen. Warte mal. Und piu, piu. Yeah, kommt her, ihr bösen Verbrecher. Yeah, okay. Ich glaube, ich mache ihn eigentlich... Oh, ich muss kurz nachladen. Okay, jetzt kannst du schießen, während ich nachlade. Schieß weiter drauf, Vitamine. Los. Wir schaffen das. Och, Menno. Die haben anscheinend einen unterirdischen Gang gebaut. Durch das Gefängnis durch. Und jetzt sind die hier unter meiner Garage. Wie kann das denn sein, Vitamine? Piu, komm her. Ihr habt gar keine Chance gegen uns beide. Wir rufen lieber den Polizisten an. Nein. Och, Vitamine, wir schaffen das doch zu zweit. Guck mal, das sind auch nicht mehr so viele. Oh, bitte geh nicht in mich rein. So, piu, piu, piu. Ihr habt gar keine Chance. Guck, ich töte schon ein paar. Ich glaube, der Polizist wird sich darüber richtig, richtig freuen. Da ist sogar ein Tresor und... oh Gott, Vitamine, warte mal. Ich glaube, ich gehe mal runter. Obwohl, nee, lieber nicht. Ich esse einen Goldapfel. Nein, Vitamine. Oh mein Gott, nein. Und da sind noch mehr. Da sind noch mehr Vitamine. Piu, piu. Oh Gott, die kommen. Schnell nachladen. Ich muss nachladen. Hast du sie? Ja, warte, ich schieße auch noch. Oh, da sind so viele. Die haben anscheinend so ein Loch gebohrt durch das Gefängnis. Oh nein, die kommen sogar mit Spitzhacken. Oh mein Gott, schau dir das mal an. Hier sind überall Diamanten und so viel Gold. Und hier ist sogar ein Tresor. Warte mal. Da ist aber nichts drin. Da haben sie noch nichts reingetan. Oh Gott, Vitamine. Und da sind noch mehr. Gehst du bitte vor, Vitamine? Ich hab Angst. Pass immer ganz auf. Vorsicht. Oh Gott. Haben sich hier wirklich so einen Gang gebaut. Sie haben sich wahrscheinlich vom Gefängnis runtergebaut und sind dann irgendwie unter meiner Garage gelandet. Oh mein Gott. Das TNT. Abbauen. Geh einfach weg. Nicht, dass irgendwas in die Luft gesprengt wird. Ganz langsam. Wartet mal. Da sind die mit der Spitzhacke. Nein, pass auf. Jawohl. Aua. Vitamine, du hast mir Schaden gemacht. Vitamine. Achtung, Vitamine. Nein. Pass doch bitte auf. Ja, Gott. Tut mir leid. Wir gehen mal. Oh, TNT. Abbauen. Direkt alles abbauen. Oh nein. Hallo? Da ist noch einer, Vitamine. Hilf mir. Oh, auf ihn drauf. Schieß. Oh. Da ist noch einer. Echt? Da ist das noch einer. Warte, ich komme. Er kommt. Nein, er kommt! Aua! Oh Gott! Aber jetzt. Hallo? Haben wir alle getötet? Warte, bau immer das TNT ab. Ja, sofort. Genau. Oh mein Gott. Sie haben sich hier unterirdisch gebaut und zufälligerweise waren sie einfach unter meiner Garage. Oh Gott. Ich will mir das Ganze mal anschauen, den Gang, den sie hier gebohrt haben. So, hier geht es weiter, aber hier hört das auf und ja, schau dir das mal an. Das ist noch Teil vom Gefängnis, siehst du das? Sie haben sich einfach unter das Gefängnis gebaut mit der Spitzhacke und haben sich hier so ein Loch gebohrt, auch zu den Seiten. Und dann waren sie einfach unter meiner Garage, Vitamine. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wir hätten wirklich vielleicht den Polizist anrufen sollen davor. Denkst du, er wird böse sein auf uns? Ja, aber wir haben alle besiegt.
Ja, okay. Ich habe aber ein bisschen Angst. Nicht, dass der Polizist mit uns schimpft. Und nicht, dass wir vielleicht sogar im Gefängnis landen, weil wir die besiegt haben oder so. Egal. Ich würde sagen, hast du vielleicht ein Handy gerade mit vielleicht? Ja, Sendix, ich habe noch eins mit. Ja, okay. Dann ruf mal bitte den Polizist an. Ruf mal die Polizei an. Ich ruf den mal eben an, ja. Oh, ich hoffe, er schimpft nicht mit uns, Freund. Oh, Menno. Ich nehme aber nur die Diamantblöcke erstmal mit. Den Rest können ja die Polizisten wegbringen. Aber ich bin jetzt mal leise. Der Vitamine telefoniert ja jetzt gerade. Und? Was hat der Polizist gesagt? Die Hälfte dürfen wir behalten. Was? Die Hälfte vom ganzen Schatz? Als Belohnung, dass wir alle besiegt haben? Vitamine! Komm, sofort! Oh mein Gott, nimm alle Diamantblöcke mit. Überall, nimm alle Diamantblöcke mit. Und dann teilen wir uns die, okay? Mhm. Komm mal wieder durch die geheime Wand und... Hallo! So, genau, dann tue ich die Hälfte einmal hier bei mir rein. Oh, ich habe jetzt 16, du hast 15. Ist das schlimm, wenn ich einen Diamantblock mehr habe? Nein. Okay, danke schön, Vitamine. So, und ich gebe dir mal den Rest hier, bitteschön. Dankeschön. Dann kannst du den später mal später in dein Zuhause reintun. Aber ich würde sagen, Freunde, das war's jetzt mit dem heutigen Video. Like und Abo, wenn dir das Ganze gefallen hat, um auch ein Teil der Sandtex Army zu sein. Das wäre richtig cool von dir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.